Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Stopfer15344 und wir spielen Minecraft auf der PS4 nun wieder weiter. Ja, es war ja nun einige Tage still und eigentlich wollte ich Minecraft auch erstmal beenden, aber ich habe mir gedacht, wir spielen doch ein bisschen weiter, da ein anderes Let's Play von mir, nun ja, wie soll ich sagen, es nicht ganz so gut läuft. Und ich muss es natürlich erstmal einstellen, es tut mir ehrlich gesagt leid. Die Rede ist von Everybody's Gun to the Rapture. Das wird leider in Deutschland nicht, wie soll ich sagen, akzeptiert. Das heißt also, es ist urheberrechtlich geschützt. Und deswegen, ja, müssen wir jetzt wieder mal Minecraft spielen. Ich meine, müssen eigentlich eher weniger. Aber da Minecraft immer besser lief als die meisten anderen Let's Plays, habe ich mir gedacht, ey, dann machen wir es doch einfach. Wir spielen einfach Minecraft und dann ist gut. Passieren kann da eh nichts. Also, was soll's. Ja, wir bauen hier ein zweites Lagerhaus. Denn ich habe mir gedacht, eins ist zwar schön und gut. Und das müssen wir natürlich erstmal noch vorstellen. Aber, wie soll ich sagen? Wir brauchen noch eins. Denn da ich jetzt meine Touren demnächst ja abändern will, oder beziehungsweise nicht abändern, sondern da ich sie jetzt ändern muss, wenn wir es mal so nennen, ja. Nun ja, kommt das dabei eben halt raus, ne? So, ich hoffe natürlich, dass ihr wieder kräftig einschalten werdet. Mich abonniert, mir Like da lasst und ja, natürlich auch so viel Freude mitbringt wie ich. Denn Minecraft ist eigentlich ein schönes Spiel und das ist wirklich auch verdient, gespielt zu werden. Ich muss jetzt mal kurz gucken, weil ich baue es ein bisschen anders wie meine anderen Häuser. Deswegen, ja, machen wir es eben halt ein bisschen anders. Ah, man sieht ja schon, ich bin total durcheinander. Ich habe es ja natürlich eine Weile nicht mehr gespielt. So, jetzt müssen wir hier nochmal Stein hinmachen. So, hätten wir das schon mal erledigt? Oder? Nee, so ist es nicht recht. Ich werde natürlich meinen Baustil so ein bisschen beibehalten, den ich schon habe. Und wir werden das Gebäude heute wahrscheinlich nicht fertig bauen. Dafür wird die Zeit höchstwahrscheinlich nicht reichen. Aber zumindest ein Anfang ist denn schon mal gemacht. Ich werde es wahrscheinlich alleine weiter bauen, beziehungsweise zu Ende bauen. Und ihr seht schon, hier war gerade ein Wolf unterwegs und hat gerade eine Beute erlegt. Ja, ich glaube, der Stein dürfte nicht reichen. Das Gestein, oder? Greift er mich an? Nein, mich greift man nicht an. Sollten wir es erstmal zubauen? Weil Touren kommen sowieso erstmal später rein. Es wird hier auch übrigens keinen Keller geben. Nicht wie beim anderen Keller habe. Sondern wahrscheinlich werden wir die Touren leicht übereinander stapeln. Das weiß ich allerdings noch nicht. Denn so weit bin ich noch gar nicht gekommen. Ich hatte zwar schon was überlegt, aber wie soll ich sagen? Die Hunde machen mich gerade voll wahnsinnig. So, also müssen wir da denn wieder hin. Okay. Ich besorge erstmal Stein, denn das brauchen wir gerade. Ich glaube, ich müsste eigentlich noch genug irgendwo rumliegen haben. Ich weiß gerade nicht wo, aber auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen was mitnehmen. Und ich habe ja einige Spieleanfragen schon wieder erhalten. Ja, wir können zusammen spielen, allerdings nicht jetzt. Zumindest nicht, wenn ich gerade dabei bin, was zu erstellen. So, jetzt muss ich mal kurz hier was wegmachen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht.
Und ja, okay. Ich wollte gerade irgendwas machen, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr was. Ach doch, ich brauche noch Gestein. Ja, stimmt. Wir brauchen noch jede Menge Gestein. Ah, stirb. So, da ist er weg. Ich will auch noch ein. Jetzt ist gerade weg, was ich sagen wollte. Ich möchte noch einen Ort machen, wo wir. Okay. Wo wir, wie soll ich sagen, Mann, was will ich denn? Zuckerrohr, genau, Zuckerrohr abernten. Und ja, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir da auch ein bisschen behilflich sein könntet. Das müsst ihr aber nicht. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, denn wir machen es ja ab hier, ne? So, das heißt, ich habe noch ein paar mit. So, das müsste jetzt funktionieren, ja. So funktioniert schon mal ganz gut. Ja, wie gesagt, es wird ähnlich aussehen wie mein anderes Gebäude. Ups, falsch gemacht. Aber es wird nicht ganz genauso werden. Ist, oh. Ja, jetzt holen wir uns gleich wieder zurück. Was macht der denn da? Ey, also wirklich. Also es liegt anscheinend an etwas ganz Speziellem, warum die Treppen jetzt gerade nicht so wollen, wie ich es will. Ach Mensch, ey. Ach, was ist das denn jetzt hier für ein Quatsch? Es wird doch schon wieder dunkel. So. Aber wir haben schon mal einen Teil geschafft. Es mag jetzt nicht viel sein, aber auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal gleich um was anderes kümmern. Okay, sie sind schon wieder Skelette unterwegs. Deswegen werden wir jetzt mal schnell unsere Position wechseln. Ich werde erstmal mich ein bisschen ausruhen, gegebenenfalls was speisen. Und irgendwo habe ich, glaube ich, noch Fleisch vorbereitet. Oh. Sag bloß, ich hab's vergessen. Ach nee, es ist in meiner anderen Hütte. Alles gut, alles schön. Ich werde jetzt gleich das Zuckerrohr holen und dann zumindest die Zuckerrohrplantage erstmal fertigstellen. Ich muss eigentlich so vieles machen, dass ich, wie soll ich sagen, naja, dazu noch gar nicht gekommen bin. Und wir sind voll, das ist ja schön. Also, wir brauchen erstmal. So viel brauchen wir jetzt nicht. Das kann alles weg. Das kann weg. So, wir brauchen denn den Zuckerrohr. Den können wir komplett eigentlich mitnehmen. Erde haben wir noch. Und wir brauchen noch unbedingt. Zäune, die brauche ich. Aber ihr seht ja, es sind nicht besonders viele, deswegen muss ich mich noch mal kurz umschauen, ob wir noch irgendwo welche rumzuliegen haben. Denn vielleicht, ja, können wir damit dann halt weiterbauen. Das sieht irgendwie total genial aus. So, mal sehen, ob hier noch was drin ist. Okay, wir haben noch Eisenerz, was wir einschmelzen könnten. Ich habe noch Holz, das werde ich gleich mal mitnehmen. Dann können wir uns nochmal Zäune machen und aber so haben wir gar nicht mehr da, oder?
Okay, doch, wir haben noch was da. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Ups. Okay, ich muss mal kurz Getreide abbauen. Dann machen wir uns schnell Brot. So. Weizensamen müssen wir mal kurz reinmachen. Dann machen wir uns nämlich nochmal Brot, damit wir nochmal was zu essen haben. Denn ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo meine ganze Nahrung geblieben ist. Ich habe eigentlich was im Ofen gehabt. Aber an welchen ist jetzt die Frage? So, nun haben wir nochmal 6-mal Brot. Das reicht zwar nicht wirklich, aber... Oh, da haben wir noch ein bisschen mehr. Aber das dürfte auch nicht reichen. Egal. Wir kümmern uns mal schnell um die Plantage. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sie hinstellen soll. Aber eigentlich ist ja egal. Ich mache es erstmal nur oberflächlich. Und Erde dürfte gerade so reichen. Ach, Mensch. So, es muss gar nicht mal so lang sein, denn eigentlich soll es ja nur darum gehen, dass wir hier ein bisschen was anpflanzen. So. Ich mache auch so erstmal nur 3 Felder breit. Oder 4. Okay, ich würde mal sagen, wir machen es doch 4 Felder breit. Aber dafür durfte die Erde nur gerade so ausreichen. Das klappt nicht so, wie ich es möchte, aber das ist ja auch erstmal egal eigentlich. Ach Mensch, was ist denn das heute? So, dann brauchen wir erstmal... Obwohl, wir müssen ja auch, sonst muss ich das ja jedes Mal neu anpflanzen. Das heißt also, ich muss noch Erde holen. Verdammt. Wir spielen schon seit 14 Minuten und ein paar Sekunden. Und ich glaube, ich dürfte sogar gar keine Erde mehr haben. Das ist natürlich sehr super. Wir haben aber noch Truhen, sehe ich gerade. Ah, hier ist noch was zum Essen. Ich hatte doch schon was vorbereitet. Da ist auch noch was. Da ist auch noch was. So, machen wir es mal folgendermaßen. Dann werde ich jetzt erstmal das Brot wegpacken. Das wegpacken ist zwar kein Essen, aber ist egal. Und ich brauche unbedingt Erde. Das heißt also, wir müssen kurz was besorgen. Und ja, dann werde ich schnell das zu Ende bauen und danach das Let's Play beenden. Es ist jetzt zwar nicht so lang, aber ist ja auch egal.
Also wie gesagt, zum Spielen, ja, wäre es mir jetzt lieb, wenn sich ein paar Leute einschalten würden. Allerdings habe ich ein Problem, denn wenn ihr in meinem Let's Play wirklich dabei sein wollt, dann würde ich euch um folgende Sache bitten. Also erstmal kein Mist auf meiner Welt zu verursachen, denn es ist meine Let's Play-Welt. Das heißt also, dass ich dann die ganzen Ressourcen eventuell nicht mehr habe, falls sie mir jemand klauen sollte. Falls das überhaupt geht, ich weiß das gar nicht. So. Es ist jetzt nicht besonders viel Erde, aber ich muss ja nochmal ein bisschen dicker machen. Denn ich muss ja auch außen rumlaufen, um mir dann eventuell das Zuckerrohr dann zu beschaffen. Und ja, es ist besser, ein bisschen vorbereitet zu sein als gar nicht. Aber ich hatte mir noch nicht wirklich viel überlegt. Das ist jetzt das ganz andere Problem. Okay, wir machen es hier nochmal ungefähr so dick. Dann können wir nämlich den Zaun danach auch noch rummachen. Oder noch einen. Okay, wir machen es mal noch einen dick. So. Das ist auch super. Das ist Granit. Ich dachte, das wäre Erde. Ich werde wahrscheinlich erstmal alle 2 Tage ein Let's Play zu Minecraft machen, weil mir müssen erstmal wieder ein paar Sachen einfallen, die ich bauen kann. Und leider habe ich nicht besonders viele Einfälle in letzter Zeit gehabt. Das tut mir ein bisschen leid für die Leute, die mein Let's Play anschauen. Aber wie soll ich sagen? Ja. Ich kann mir halt nicht immer was einfallen lassen. Das geht halt nicht. Mensch, was ist denn das jetzt hier? Ich schleiche jetzt extra mal so am Boden, mache dann erstmal einen Zaun rum. Aber der dürfte auch nicht reichen. Das heißt also, ja, es ist super. Also wir sind richtig gut vorbereitet, muss ich sagen. Beziehungsweise ich. Ihr könnt ja nichts dafür. Oh ja, der Zaun reicht schon mal gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der hat gerade so gereicht. Ich meine, ich muss noch zumachen und da sehe ich gerade, ist nicht ganz richtig zu. Aber ich muss nur ein bisschen Holz hacken und dann können wir es fertig bauen. Okay, ich spiele jetzt 19 Minuten. Ich werde jetzt mal schnell das... So, das... Zuckerrohr hier verteilen. Und hier, ja. Dann haben wir eine eigene Plantage. Haben dann auch nicht mehr ganz so viele Probleme. Und es wächst ja sowieso dadurch, dass da Wasser in der Nähe ist. Oh, jetzt brauche ich nur noch einen Zaun, den ich dann drumherum baue. Oh, erstmal muss ich mich schnell hinlegen. Ach, das geht ja hier nicht. Ich renne schnell nach Hause, werde mich kurz ausruhen und dann, ja, das zu Ende bauen, falls ich noch die Zeit finden sollte. Ansonsten werde ich jetzt das Let's Play ein bisschen verlängern. Aber eigentlich wollte ich das nicht. Oder ich mach's alleine fertig und ihr seht's das nächste Mal. So können wir es natürlich auch machen. So, schnell, schnell, schnell.
Das Schlimme ist, dass ich auch kein Holz habe. Das heißt also, ja, schnell was fällen, schnell machen und dann könnten wir theoretisch das zu Ende bauen. Wo sind eigentlich meine ganzen Bäume hin? Ist doch schön, dass hier das bisschen rumsteht. So, ich muss unbedingt gleich wieder bepflanzen, denn ich weiß, dass wir sonst ein Problem bekommen werden, früher oder später mit Holz. Und ich habe zwar eine Baumplantage, aber die fasse ich irgendwie nicht so gerne an, warum auch immer. Da ist noch ein Zombie, der wird mich bestimmt auch gleich angreifen. Ja, oder auch doch nicht. Aber egal, wir werden uns hier kurz schnappen. So, schnell einen Zaun bauen. Los, los, los. So, und jetzt 18 Stück reichen mehr als. So. Dann nur schnell zumachen. Und dann ist im Grunde genommen schon unseres fertig, was ich mir zumindest vorgenommen hatte. Na, gut, so geht doch. So, dann müssen wir nur noch das zumachen. Und dann hätten wir es eigentlich schon geschafft. Es kann sein, dass hier noch in der Nähe ein kleines Gebäude stehen wird. Wahrscheinlich nur, wo denn drei oder vier Touren sind. Wo denn das ganze Zuckerrohr landen wird. Ja, wahrscheinlich. So, ich spiele fast 23 Minuten. Das heißt also, ihr werdet es noch sehen. Und dann war es das. So Leute, wir haben die Zuckerrohrplantage fertig gebaut. Dadurch hat sich unser Gebiet nochmal ein bisschen verbreitert. Es könnte natürlich durchaus passieren, dass das Zuckerrohr ins Wasser fällt. Aber ich werde das wahrscheinlich dann unten schließen. Das heißt also, wir können im Wasser springen. Das werde ich aber nicht mehr heute machen, sondern andermal. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos liked, mich abonniert und einen Kommentar hinterlasst. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Bis dahin. Und tschüss.